wenn viele Gründer gefragt werden, so, ja, warst du schon immer voll überzeugt und so von deiner Firma? Ganz ehrlich, ich glaube, die lügen alle. Das ist wirklich so ein Achterbahn hoch, runter und da musst du eine gewisse Belastbarkeit halt mitbringen, weil sonst packst du das nicht. Durch den Verkauf an sich, das macht dich reich. Ich bin Katharina, 36, bin Technikerin und verdiene damit mein Geld. Es gibt wirklich ohne Ende Applikationen, wo irgendwas strömt. Katharina ist ganz oder gar nicht. Meine Mama wollte mich immer schon so als Prinzessin haben. Ja, sie hat gesagt, ich mache mich selbstständig. Ich bin Geschäftsführerin der Firma Vectoflow. Wir stellen aerodynamische Messtechnik her. Die Sonden sind sehr, sehr klein. Und das Ganze soll man aus Metall drucken. Das war eine Herausforderung und der Hersteller hat gesagt, es geht nicht. Und da hatte sich dann Formel-1-Team halt eines Tages halt gemeldet. Und ich dachte, okay, das kann nicht richtig sein. Erst geht der Flo, dann geht mein Ex-Freund. Und dann bin ich gegen den Baum gefahren und dann war ja erstmal Schluss. Ne? 8 Ärzte haben sie notoperiert. Das ist ein Stück Ast durch mein Auge in meine Stirn und das dann in mein Hirn rein. Es war nicht garantiert, dass sie das überlebt. Wenn du dann halt aufgibst, so, dann brauchst du auch nicht mehr weitermachen. Ne? Es ist tatsächlich einfach, dass wir in jeder Strömung, die es so gibt, also Luft, Wasser, Gas, Öl, ist eigentlich egal, Hauptsache es bewegt sich irgendwie und dann messen wir da was. Dann messen wir zum Beispiel, wie schnell ist das denn oder von welcher Richtung kommt das denn oder was ist der Druck oder Temperatur. Es muss alles effizienter sein, es muss alles windschnittiger und aerodynamischer entwickelt werden. Es wird immer wichtiger in vielen Bereichen und deshalb ist es natürlich essentiell, dass ich das halt messe und daraus dann das entwickeln kann. Also das ist zum Beispiel eine Sonde von uns, die spanne ich oben in so eine Art Schwert ein, das ist wie so ein Arm. Und der Arm, der verfährt dann die Sonde quasi hier einmal komplett, oder? Das geht alles automatisch und währenddessen misst es allerlei Parameter aus der Strömung. Und dann kann ich daraus zum Beispiel, wenn da jetzt Flugzeug auch noch dranhängen würde, okay, ein Flugzeug nach dem anderen, wie viel muss denn der Abstand sein, also dass ich nicht in so eine Wirbelschleppe zum Beispiel reinfliege. Meine Mama wollte mich immer schon so als Prinzessin haben und auch immer mit Kragen und Kleidchen und immer ganz, ganz schick. Schau mal, und das finde ich auch total süß. 92 ist das, da warst du 5. Das schaut sich schrecklich aus. Nein, das ist total niedlich. Mhm. Ich weiß noch, dass ich diese Dinger immer gehasst habe. Und du mir die immer aber trotzdem angezogen hast. So wie viele Mütter sich selber vielleicht in der Tochter verwirklichen möchten, habe ich also meinen Wunschtraum erfüllt und habe sie ins Ballett geschickt, weil ich selber nie im Ballett war. Schau mal hier. Oh Gott. Ja. Überleg mal, du warst immer so grazil, hammermäßig. Aber ne? Sich da wohl geändert. War nicht so meins. Also ich wollte eher so Judo oder irgend sowas machen. Das war halt ihr Traum, ja. Und das muss ich dann ein bisschen zerstören. Katharina ist, so kann man beschreiben, ganz oder gar nicht. Also sie ist nicht irgendwie so der Norm entsprechend gewesen. Ich hatte ganz, ganz viel Lego und Lego-Technik. Wenn ich irgendwie eine Barbie gekriegt habe oder so, da habe ich den Kopf abgeschnitten und die Person durfte dann nicht mehr zu mir kommen. Also da war ich anscheinend sehr rigoros, das hat mir meine Mutter mal erzählt. Dann haben sich meine Mutter von meinem Leiblichen Vater getrennt. Da war sie wirklich sehr, sehr arm.
Und sie hat dann auch Vollzeit gearbeitet mit 2 Jobs und allem. Das war schon sehr, also für meine Mutter eine sehr, sehr harte Zeit. Mein Stiefpapa hat eine eigene Firma für Brückenübergangskonstruktionen, primär für die Bahn, gehabt. Und irgendwann hat er die Begeisterung, die er für Mathematik hatte, quasi auf sie übertragen. Und da hat es Klick gemacht und dann hat sie Mathe-Leistungskurs gehabt. Und ich bezweifle, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte und sie mit ihm nicht zusammen gewesen wäre, dass sie heute das wäre, was sie ist. Ich habe nie irgendwie Geld von ihm irgendwie in Übermaßen oder so gekriegt, sondern ich habe halt alles immer mir selbst finanziert. Und deshalb dachte ich eigentlich, ich kriege gar kein Auto. Und dann habe ich einen alten Fiat Cinquecento gekriegt. Und zu diesem Auto habe ich auch ein dickes Buch gekriegt, quasi wie du den selbst reparierst. Also ja, okay, wenn du willst, dass das Ding weiterfährt, dann mach das mal. Ich habe Maschinenbau studiert und ich war sehr selten in Vorlesungen. Und ich habe immer währenddessen einfach gearbeitet. Gar nicht irgendwie, weil ich jetzt irgendwie unbedingt mehr Geld haben wollte, sondern einfach, weil ich auch mal sehen wollte, wo geht's denn dann mal hin. Ich habe für verschiedenste Firmen gearbeitet, bei Airbus, dann habe ich für die NASA, ich habe für Lufthansa Technik, ich habe für ganz viele verschiedene Firmen gearbeitet und halt immer mit so Messtechnik und fand das halt immer ganz schrecklich. Wenn du dann irgendwie mit zu viel Bar hinten einfach mal draufgegangen bist, um das halt mal freizupusten oder so, ja, hattest du nachher 5 Teile in der Hand. Also wir hatten da zum Beispiel eine Sonde gehabt, die halt auch wieder, ich weiß nicht, ob sie kaputt war oder ob da auch wieder irgendwie was drin war und so. Und wir hatten das halt so in der Hand, das kann doch nicht wahr sein. Das ist also so ein einfaches Ding einfach. Wir hatten uns einfach gedacht, na, dann, das kann man doch mit additiver Fertigung bestimmt besser machen. Und nicht nur besser und robuster, sondern auch flexibler. Ja, eigentlich ist doch jetzt 3D-Druck, gibt es im Metall, ist eigentlich jetzt schon ganz gut. Wenn man das, die ganze Messung eigentlich drucken würde, das wäre eigentlich ganz, also würde eigentlich sehr viele Probleme lösen. Die Sonden sind sehr, sehr klein. Und in diesen ganz kleinen Sonden sind noch ganz dünne Kanäle, die offen sein müssen, dürfen aber nicht miteinander verbunden sein. Und das Ganze soll man aus Metall drucken. Das war eine Herausforderung und der Hersteller hat gesagt, es geht nicht. Und dann haben wir nach, weiß ich nicht wie viel, hunderten Drucken, hatten wir irgendwas in der Hand, was halt funktioniert hat. Zwar hässlich aussah, aber es hat ja funktioniert. Und dann war so, okay, was machen wir denn jetzt damit? Sind wir die Einzigen, die das irgendwie eine gute Idee fänden? Oder die das hier als Problem sehen? Oder gibt es da vielleicht noch ein paar mehr? Dann habe ich vom Bundesministerium für Wirtschaft, glaube ich, war das. Das heißt Exist. Da wirst du für ein Jahr quasi gesponsert. Und da wird dir halt ein kleines Gehalt gezahlt und du hast dann ein bisschen Spielgeld, wo du dann irgendwelche Sachen halt mitmachen kannst. Ja. Und dann haben wir uns da beworben. Und dann kamen wir aber relativ schnell eine Antwort und haben gesagt, ja, die Idee ist voll super und so, aber ich fehlte BWLer. Und wenn du Maschinenbauer bist, das ist so das Letzte, was du hören möchtest. Da denkst du, das kann doch nicht wahr sein, jetzt brauche ich echt so einen Hansel da, dass ich hier dieses Stipendium da kriege, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich von so einem MBA gehört, den man in 10 Monaten in Paris machen kann. MBA ist kurz für Master of Business Administration und das ist extra für Leute, die mit technischem Hintergrund kommen. Dann habe ich das dem Bundesministerium vorgeschlagen und gesagt, hey, wenn ich das mache und da angenommen werde, kriegen wir dann ein Stipendium, wenn ich dann die BWL-Troller bin. Und
Und dann hast du ja auch in, sag ich mal, Berufe so ein bisschen reingeguckt, die dann halt eher so in Richtung betriebswirtschaftlich oder so. Und es sind natürlich immer die Berufe, wo du dann halt eigentlich auch grundsätzlich mehr verdienst. Und das ist dann schon so, dass sich das ein bisschen triggert. Wenn du dann halt gesehen hast, wie quasi einer nach dem anderen halt dann da irgendwelche Verträge unterschrieben hat und alle haben sich dann erstmal eine neue Wohnung, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein neues Auto oder irgend sowas. Und ich war halt so, okay, ich bleibe in meiner Studentenwohnung und mein Auto ist eigentlich auch noch, es fährt noch und ja, ich bleib mal so. Also ich war entsetzt eigentlich, weil ich bin halt vom Typ her anders und mehr auf Sicherheit. Und sie hat gesagt, ich mache mich selbstständig. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, warum, sie hat ja jetzt eine tolle Ausbildung. Warum bewirbt sie sich jetzt nicht bei BMW oder Siemens und wählt für eine Frau auch vor allen Dingen den einfacheren Weg? Wir saßen dann halt einfach an dem ersten Tag in Jogginghose zu Hause und da so, ja, okay, wie fangen wir denn jetzt hier überhaupt an? Was macht man denn mit einer Firma? Und also, was wäre denn jetzt hier wohl wichtig? Und gerade am Anfang sagen die dann natürlich auch viele, also mit denen du dich dann technisch austauscht, so, ah, nee, Katharina, lass mal machen. Nee, das ist eine dumme Idee, mach das nicht. Ich finde es immer lustig, wenn viele Gründer gefragt werden, so, ja, warst du schon immer voll überzeugt und so von deiner Firma? Und die dann immer so, hey, auf jeden Fall, ich wusste, dass das funktioniert. Ganz ehrlich, ich glaube, die lügen alle. Also muss ich ehrlich sagen, weil du zweifelst so viel. Also viele haben uns den Misserfolg vorhergesagt. Und wir haben oft die Situation gehabt, wo wir gesagt haben, ach, komm, das wird nichts oder schwierig oder zu schwierig. So war ich ja quasi, wollte jede Firma mich haben. Ja, zerstöre ich mir das jetzt, wenn ich quasi eine Firma gründe und dann geht es halt schief, wie meistens Startups schief gehen. Und dann verspiele ich das alles. Dann haben wir quasi die Webseite gebaut und da haben wir auch ein Kontaktformular quasi drauf gehabt, also wo sich dann halt potenzielle Interessenten quasi melden können. Und zwei Wochen später hat uns ein Formel-1-Team kontaktiert und gesagt, hey, wir finden das super und wir möchten jetzt so eine Sonde von euch haben. Ich dachte, okay, das kann nicht richtig sein, das haben meine Freunde irgendwie gefährdet, sie haben irgendwie die Webseite gehackt oder so.